Hallo. Ja, heute ist Waschtag. Wasch- und Bügeltag. Aber ich bin gleich fertig. Ich habe ja nur eine Latzhose. Wenn der Waschtag hat, das dauert länger. Ein schöner Beruf eigentlich, nicht? Naja, man wird ein bisschen dreckig, aber man tut was Nützliches, nicht? Oder die da, auch sehr nützliche Leute. Ohne die würde man ja im Müll ersticken. Was machen die denn da? Bauen die eine U-Bahn? Nee, Kanalarbeiter. Ja, ohne die könnte man in der Stadt auch nicht leben, nicht? Man braucht doch Abwasserkanäle und Rohre und Leitungen für Strom und Telefon und Wasser und so. Ja. Wenn die Waschtag haben, meine Güte, haben die zu bügeln. Ja, Feuerwehr, das ist auch so eine Sache, ne? Auch so eine nützliche Einrichtung. Wenn es mal brennt, Feuer, es brennt. Ja, ja, ist ja gut. Wenn es mal brennt, dann... Feuer. Meine Güte, es brennt halt. Himmel, das ist das Bügeleisen. Wie konnte denn sowas? Nee, ich krieg's nicht aus. Nee, Feuerwehr. Feuerwehr muss helfen. Ach, wisst ihr übrigens, wo bei euch der nächste Feuermelder steht? Gut zu wissen in solchen Fällen. Hier ist die Feuerwehr. Was liegt vor? Feuer! Es brennt! Kommen Sie schnell! Wo brennt es? Wie? In meinem Bauwagen. Die Adresse. Wo steht der Bauwagen? Hallo, hören Sie? Hier gleich. Gleich um die Ecke. Wo bitte? Am Elchwinkel. Am Elchwinkel. Hier gleich um die Ecke. Bleiben Sie ruhig und gehen Sie zum Bauwagen. Wir kommen sofort. Achtung! Zum Feuer im Bauwagen am Elchwinkel fährt der Löschzug 320 mit Brandoberinspektor Jensen. Herr Nachbar, bei mir brennt's im Bauwagen. Ich habe schon die Feuerwehr. Feuer? Nehmen Sie meinen Feuerlöscher, steht auf der Terrasse neben dem Grill. Einfach draufhalten, ich habe keine Zeit. Ich muss zum Feuerlöschen. Ja, zum Feuerlöschen? Da könnt ihr doch gleich bei mir. Himmel, jetzt wird's aber Zeit. So, wo kommt denn jetzt hier das Wasser raus? Ja? Hier ist ein Hahn, ja. Jetzt drauf. Ha, kommt ja gar kein Wasser raus. Nur so ein Pulver. Na egal, es funktioniert. Jetzt geht's dem Feuer an den Kragen. Ha, immer drauf. Ja. Ja.
Entschuldigung, Klaus-Dieter, es muss sein. Ja, das bringt's. Ja. Ja. Ja, das sieht doch gut aus. Da noch. Ja. Na bitte. Das Feuer ist aus. Selbst gelöscht. Und ohne Wasser. Und wo ist die Feuerwehr? Kommen Sie meinetwegen? Haben Sie ein Feuer gemeldet? Wo brennt's? Ja, also gewissermaßen, es hat schon, aber ich habe selber, es ist aus. Sie haben selbst gelöscht? Ja, wissen Sie, es war das Bügeleisen und da habe ich gelöscht mit so einem Feuerlöscher, aber da war gar kein Wasser drin. Der Nachbar hat sich getäuscht. Welcher Nachbar? Na. Feuerwehrmann Paschulke, sehen Sie doch mal nach. Also ich glaube, wir können einen Satz abbrechen. Ach, wieder mal. Sie? Genau. Sie sind Feuerwehrmann? Ja. Eben nicht, sogar Oberfeuerwehrmann. Dann abhauen. Tja. Das Feuer scheint ja wirklich aus zu sein. Ja, obwohl das ist gar kein richtiger Feuerlöscher. Da kam überhaupt kein Wasser raus, nur so eine Art Insektenpulver oder sowas. Ja, das ist ja auch ein Pulverlöscher. Der hat das Feuer erstickt. Aha. Jetzt müssen Sie nur noch ein bisschen aufräumen, Herr Lustig. Ja, ja. Aber sagen Sie mal, warum haben Sie denn den Beruf gewechselt? Ich habe nicht den Beruf gewechselt, das mache ich nebenher bei der Freiwilligen Feuerwehr. Da arbeiten Sie so am Wochenende und nach Feierabend? Ja, für das Wohl der Gemeinschaft lösche ich Brände. Ach, sagen Sie, könnte ich nicht auch Feuerwehrmann werden bei der Freiwilligen Feuerwehr? Ich möchte auch was Nützliches tun. Ja, sehr hübsch. Oder vielleicht so? Nee, doch so. Ja. Ja, ich bin angenommen bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und so wie die Kanalarbeiter oder die Müllmänner werde ich jetzt dafür sorgen, dass es den Bürgern in dieser Stadt gut geht. Und das Feuer bekämpfen, wo immer es wütet. Ja. Naja, so. Ja. Mhm. Man muss natürlich noch lernen, denn Feuer löschen, das ist eine Kunst. Das kann nicht jeder. Deshalb war ich auch schon auf der Feuerwehrschule. Ach, tauchen muss man auch hier? Diese Geräte sind nicht zum Tauchen. Die verwenden wir bei der Brandbekämpfung, um uns vor dem Rauch zu schützen. Denn in den Räumen ist meistens sehr viel Rauch. Wenn man da durch muss, damit man Luft kriegt. So ist es. Und hier, Herr Lustig, haben wir noch viele andere Geräte, die Sie auch noch in der nächsten Zeit kennenlernen werden. Zum Beispiel ein Verteiler aus einem Schlauch. Wir haben drei Schläuche. So ist es. Dort hinter sind Mulden. Da wird der Brandschutt mit ins Freie getragen. Wir haben Werkzeugkisten. Das werden Sie im Einzelnen auch noch alles lernen. Hier haben wir eine sogenannte Kübelspritze. Ach, da muss man noch behandeln? Ja, richtig, Herr Lustig. Hier mit diesem Griff hoch und runter kommt das Wasser durch diesen Schlauch und hier vorne aus dieser kleinen Öffnung heraus. Aber das ist für ganz kleine Feuer nur? Das sind ganz kleine Feuer, wenn zum Beispiel ein Papierkorb irgendwo im Zimmer brennt. Ach, da sind die richtigen Spritzen. Das sind keine Spritzen, Herr Lustig. Das sind sogenannte Strahlrohre. Die sind am Ende eines jeden Schlauches. Ja. Sie sehen, die haben unterschiedliche Öffnungen. Ja. Hier, das größte, kommt das meiste Wasser raus. Sie werden diese Strahlrohre später bei der Brandbekämpfung noch oft genug in der Hand haben. Hier, kommen Sie mal her. Hier sehen Sie Schläuche. Die sind zusammengerollt, die werden ausgerollt und dienen dann auch zur Brandbekämpfung. Ah, das ist für das ganz große Feuer, die Schläuche da, ne? Das sind Saugschläuche. Die sind ganz... Saugschläuche? Ja, da wird das Wasser aus dem... See gesaugt oder aus einem Bassin oder aus einem Brunnen. Ach so. Und wer saugt denn da? Da muss doch irgendwo eine Pumpe sein. Ja, wir haben dort drin eine
große Pumpe. Aha. Und dort wird das Wasser dann mit angesaugt. Aber auch als Schüler darf ich jetzt schon dabei sein, bei den nächsten Einsätzen, meine ich. Nur an der Praxis lernt man ja am besten, nicht? Und wenn dieser Funkmeldeempfänger piepst, dann ist es soweit. Ja. Ja, früher gab es ja Sirenen. Wenn die heulten, da wussten die freiwilligen Feuerwehrleute, aha, es brennt, nicht? Aber heute mit Funk ist es ja viel... Bing! Mein erster Einsatz. Kampf dem Feuer! Haltet aus! Ich komme! Noch kein Rauch zu sehen. Aber, hey, wie sollen wir denn ans Feuer kommen, wenn hier ein Baum quer über der Straße liegt? Feuer an Leitstelle von 50, Ankunft an der Einsatzstelle, ein Baum liegt über der Straße. Einsatzstelle? Da soll das womöglich heißen, dass... Zwei Mann Verkehrsabsichern und zwei Mann mit Motorsäge Baum zerkleinern. Und? Ja, tatsächlich. Das hier ist die Einsatzstelle. Es brennt gar nicht. Dieser Baum muss weg. Naja, auch eine Aufgabe für die Feuerwehr. Na, dann wollen wir mal. Den ganzen Baum im Stück kriegen wir nicht weg. Den müssen wir zerkleinern. Die ersten Autos können schon wieder fahren. Aber der Rest vom Stamm, der muss auch noch weg. Kann ich mal helfen? Hier muss doch das irgendwie durch. Ja, 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 so. Ja, jetzt machen wir es uns einfach. Wir haben ja schließlich eine Seilwinde. Für alle Fälle. So, fertig. Ausfegen auch noch? Ja. Irgendwie habe ich mir das alles ganz anders vorgestellt bei der Feuerwehr. Aber die Straße ist wieder frei. Und vielleicht brennt es beim nächsten Mal. Macht hungrig. Na, außerdem muss man sich stärken, denn es kann jederzeit losgehen. Ja. Bereit sein ist alles. Ja, mit dem Feuer war es mal wieder nichts. Aber gut, es kann ja nicht immer brennen. Die Feuerwehr hat ja auch noch eine Menge anderes zu tun, habt ihr ja gesehen. Also gestern zum Beispiel habe ich auch wieder eine Menge Nützliches gelernt. Das war eine Übung. Wie kriege ich ein verunglücktes Auto auf, bei dem das Schloss klemmt und in dem vielleicht noch Leute sitzen? Ich krieg's nicht auf! Ja, mit der Trennscheibe.
So geht's auch. Mit der hydraulischen Zange. Ja, auch sowas lernt man da. Und es ist wichtig bei allen Einsätzen, wo es gar nicht um die Feuerlöscherei geht. Weil die kriegen wir sicher auch noch. Viel wichtiger ist ja eigentlich, das Feuer zu verhüten. Ja. Ja, wie leicht kann aus so einem Gartenfeuerchen ein Großbrand werden, wenn man nicht aufpasst und es richtig gut austritt. Ja. Ja, gut. Aus. Man kann gar nicht genug aufpassen, denn Feuer ist hinterlistig. Man hat es ausgetreten, ne, und denkt, alles ist in Ordnung und geht davon. Und dann kommt ein Windstoß, fegt ein paar Blätter vor sich her. Die Blätter fallen auf die Feuerstelle, erwärmen sich. Und dann war vielleicht noch so ein bisschen Glut in der Asche. Und die springt über auf so ein Blatt. Na, und dann passiert's, dann fängt das Blatt Feuer. Seht ihr, so leicht kann es passieren. Dabei hatte ich das doch so gut ausgetreten. Ah, sicher ist sicher. Ah. Aber jetzt. Aha! Es gibt was Richtiges zu löschen. Auf in den Kampf! Kampf. Ist wieder nichts mit Kampf heute. Der Einsatz heißt Schlauch putzen und trocknen. Ja. Runterlassen, Uwe. Tja, das muss eben auch sein. Ne? Die Kollegen hatten gestern Nacht einen Einsatz, ein Großfeuer. Hatten sie schnell unter Kontrolle, aber die Schläuche sind dreckig geworden. Ja, aber heute passiert so rein gar nichts. Ja, nicht das kleinste Feuerchen. Ja, muss man eben warten. Da könnte ich euch in der Zwischenzeit eigentlich die Geschichte erzählen von einem Kollegen, der auch so lange warten musste. In einer kleinen Stadt gab es einen Feuerwehrmann, aber schon seit Jahren kein Feuer. Der Feuerwehrmann saß Tag aus, Tag ein vor seinem Spritzenhaus, putzte die Schläuche und den Spritzenwagen und wartete darauf, dass er ein Feuer löschen konnte. Aber es brannte nirgends. Nun gut, sagte er sich, umso besser, wenn es nicht brennt. Aber die Leute, die ihn jeden Tag da sitzen sahen, fingen an, ihn zu belächeln. Und schlimmer noch, sie schimpften ihn einen Faulpelz. Er säße ja nur so herum, sagten sie, während sie, die fleißigen Bürger, hart arbeiten müssten. Das machte den Feuerwehrmann sehr traurig. Von Herzen wünschte er sich ein Feuer, nicht zu groß, aber doch immerhin groß genug, um den Leuten einen Schrecken einzujagen. Aber es brannte nicht. Und der Feuerwehrmann versuchte, sich anderweitig nützlich zu machen. An heißen Sommertagen half er den Gärtnern mit seiner Spritze und machte Regen. An einem stürmischen Tag reparierte er mit seiner Feuerleiter den Wetterhahn, hoch oben auf dem Kirchturm. Das alles aber befriedigte ihn nicht. Was ist schon ein Feuerwehrmann ohne Feuer, dachte er sich. Und da half es auch nicht, dass er eines Tages das Feuer im Ofen des Bäckers löschte, weil es so furchtbar qualmte. Im Gegenteil, die Leute hatten an diesem Tag kein Brot zu essen und beschimpften ihn noch mehr. Da kam eines Tages der Bürgermeister. Die Stadt, sagte er, wolle kein Geld mehr ausgeben für einen Feuerwehrmann, der sowieso nichts täte. Da es nie ein Feuer gäbe, sei er entbehrlich. Er solle also gehen und sich eine andere Arbeit suchen. Traurig ging der Feuerwehrmann. Er schlich sich aber von nun an jede Nacht ins Spritzenhaus, um die Schläuche und seinen Spritzenwagen zu putzen und zu pflegen. Man konnte ja nie wissen. Und richtig, in einer stürmischen Gewitternacht passierte es. Ein Blitz schlug ins Rathaus ein. Im Nu brannte es lichterloh. Schreiend rannte der Bürgermeister im Nachthemd ins Freie. Hilfe, rief er, Feuerwehr, die Feuerwehr soll kommen. Aber da fiel ihm ein, dass er ja selbst den Feuerwehrmann fortgeschickt hatte.
Und die Schläuche und der Spritzenwagen waren bestimmt schon verrostet und unbrauchbar geworden. Mit einem Eimer versuchten er und die anderen Bürger, das Feuer zu löschen. Es war unmöglich. Schon musste man befürchten, dass das Feuer auf die anderen Häuser übergreifen würde, als man Tatütata hörte. Die Feuerwehr, riefen die Leute. Und tatsächlich, auf dem Spritzenwagen kam unser Feuerwehrmann herangebraust und löschte den Brand im Handumdrehen. Als das Feuer aus war, stellte man fest, dass der Schaden gar nicht so groß war. Nur die Akten des Bürgermeisters waren verbrannt, aber das störte keinen. Natürlich war der Feuerwehrmann der Held des Tages. Und es war keine Rede mehr davon, dass er ein nutzloser Bürger sei. Im Gegenteil. Selbst der Bürgermeister sah ein, dass die Feuerwehr auch dann wichtig ist, wenn es nicht brennt. Und er machte den Feuerwehrmann zum Oberbrandmeister. Es hat seitdem in der kleinen Stadt nie wieder gebrannt. Aber wenn die Leute den Feuerwehrmann jetzt vor seinem Spritzenhaus sitzen sehen, grüßen sie ihn freundlich und freuen sich, dass es die Feuerwehr gibt. Ja, der hatte es gut. Der konnte mal so ein richtiges Feuer löschen, ne? Und ich sitze hier und putze Schläuche. Naja, das ist auch wichtig. Man kann ja nie wissen. Hey, Alarm! Ja, meine Stunde ist gekommen. Wo brennt's? Ich eile! Ja, ja. Naja, ein großes Feuer scheint's ja nicht zu sein. Aber Löschwasser ist schon mal da. Oh, mir schwant was. Das Wasser gehört hier gar nicht hin. Ein Wasserrohrbruch. Ja, erstmal den Haupthahn zu, ja. Jetzt muss ich mir auch noch Gummistiefel anziehen, denn wir sollen den Keller trocken pumpen. Das hier ist unser Stromgenerator. Ja, wir machen uns unseren Strom selbst. Wir brauchen ihn nämlich für die Wasserpumpe. Das hier ist sie, die Pumpe. Ich krieg die Luke hier nicht auf. Ah, jetzt. Jetzt schnell, bevor das Eingemachte nass wird. Da soll das Wasser hin, in den Gulli. Hallo? Ja, kommt ja schon. Gleich ist der Keller wieder trocken. Ja, es gab viel zu tun, nicht? Aber gebrannt hat es wieder nicht. Nicht das allerkleinste Feuerchen. Ja. Naja, man kann ja nie wissen. Bereit sein ist alles. Jawohl. Na nur, das riecht so brenzlig. Nee, das kommt. Das ist Qualm. Das kommt von drüben. Vom Nachbarn. Das brennt beim Nachbarn. Ich muss ihm helfen. Ha. Feuer. Wartet, Leute. Ich schau mal, was mit dem Essen ist. Bei ihm brennt's und er redet von Essen. Feuer, Jo! Nur Mut, Herr Nachbar. Ich komme. Schau. Ah. Schau, was sagst du denn?
Guck mal, mein schöner Pulli. Oh nein. Sagen Sie mal, Lustig, was fällt Ihnen ein, was? Hier wie ein wild gewordener Sonntagsjäger rumzupulvern? Ja, ich dachte, das qualmte so und da wollte ich, also das habe ich nicht gewollt. Sie, Hilfsfeuerwehrmann, Sie! Oh. Ich dachte, es brennt. Ja, natürlich brennt's. Man wird doch wohl noch grillen dürfen. Ich sage Ihnen, bevor Sie es mal zum Feuerwehrmann bringen, da gehen Sie doch erstmal auf eine Feuerwehrschule, Sie! Hopp. Da war ich schon. Da bin ich jeden Tag. Da lerne ich jeden Tag sehr viel Nützliches. Ja. Das ist ein Feuerchen, ne? Aber kein wirkliches Feuer. Ist nur eine Übung. Ja. Aber jetzt habe ich doch wieder ein bisschen gelernt. Na, wo ist er? Da. Wie man besser damit fertig wird. Und vor allen Dingen, wie man da halt durchkommt. Sonst könnte man ja nicht helfen, ne? Ja, ich habe viel gelernt. Letzte Nacht. Wie man das Feuer bekämpft und wie man es verhütet. Und das ist ja doch viel wichtiger, denn dann braucht man es nicht erst zu löschen, ne? Logisch. Ja, das mit dem Bügeleisen, das wird mir nicht nochmal passieren. Na und wenn? Ich habe vorgesorgt. Meine selbst gebastelte Sprinkleranlage. Ja. Funktioniert wie die in Warenhäusern an der Decke. Wenn es mal brennt, wird es heiß. Und dann schmilzt da oben die kleine Wachskugel. Ja, und dann schießt das Wasser raus und löscht das Feuer. Könntet ihr doch auch mal im Wohnzimmer, nicht? Geht immer. Das kann man ganz. Abschalten. Und denkt immer dran, man kann nie wissen.